Guten Abend, danke fürs Kommen und fürs Zuschauen. Liebe Gäste, liebe Zuschauer, es ist für uns unmöglich, das Konzert mit einer üblichen Begrüßung zu beginnen, weil wir sind entsetzt und schockiert über den Krieg in der Ukraine. Wir empfinden Wut, Trauer und auch große, große Angst für die Leute in der Ukraine, die unter Beschuss sind, die jetzt für die Leute, die fliehen müssen, auch für die Leute in Russland, die noch Mut haben zu protestieren. Es ist unmöglich, nicht an sie zu denken. Wieso bin ich bei dem Konzert und meine Freundin Natalie sitzt im Auto mit ihrer Tochter, die genauso alt ist wie meine eigene Tochter. Und die sitzt stundenlang an der polnischen Grenze. Und ihr Mann soll zurückkehren nach Kiew, um die Stadt zu beschützen. Es ist einfach unfassbar. Und daran denken wir. In zwei Tagen, am kommenden Dienstag, am 8. März, veranstalten wir ein Solidaritätskonzert für die Ukraine. Wir haben das sehr schnell organisiert. Es kommen zwei ukrainische Sängerinnen aus Köln, Tamara Lukaschewa und Mariana Sadowska. Wie ich erst gestern erfahren habe, kommt wahrscheinlich noch eine dritte Sängerin, die gerade auf dem Flucht aus der Ukraine ist. Leider habe ich den Namen vergessen. Sie musste 2014 aus Donbass nach Kiew fliehen und jetzt zum zweiten Mal aus Kiew nach Deutschland. Sie soll gestern nach Köln kommen. Außerdem spielen im Konzert am Dienstag Scott Fields an der Gitarre, Christian Lorenzen am Klavier und wahrscheinlich Synthesizer, Thomas Sauerborn am Schlagzeug, Drury Mondlak auch am Schlagzeug und jemanden habe ich wahrscheinlich vergessen, aber tut mir leid. So, jetzt begrüße ich unsere heutigen Gäste. Das Trio von Simon Nabatov, mit Simon Nabatov am Klavier und Elektronik, mit Stefan Schönig am Kontrabass und mit Dominik Manik am Schlagzeug und auch Elektronik.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.